Achso. Es gibt übrigens keine fluoridfreie Zahnpasta für Kinder. Wir haben jedenfalls keine gefunden. Da steht zahnmedizinisch empfohlen. Ein totaler Schwachsinn irgendwie. Ist richtig kriminell. Und dann steht noch, stärkt die Zähne mit Fluorid oder was. Ich lache mich kaputt. Und außerdem soll eine Zahnpasta nicht irgendwen oder irgendwas stärken, sondern die Zähne sauber machen. Es ist also alles auch über, ich weiß diesen Namen nicht, es gibt dafür einen Namen, wenn einem Produkt bestimmte Fähigkeiten zugeschrieben werden, die natürlich in Wirklichkeit gar nicht da sind. Ich weiß das Wort jetzt dafür nicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine oder was wir meinen. Und dann wollte ich noch sagen, wir reden ja manchmal auch ein bisschen komisch daher und lachen uns kaputt, weil wir frei drehen, also ohne irgendwie uns vorher großen Konzept zu machen. Und deswegen ist es so, wie es ist. Einfach freie Schnauze und deshalb passieren halt ab und zu Fehler oder Versprecher. Aber wie gesagt, wir drehen, wir gehen in den Laden und drehen einfach diese Scheiße, wo da uns angeboten wird. Freie Schnauze und da gibt es halt ab und zu ein paar Versprecher. Aber es geht um das, was wir hier machen, um die Leute aufzuklären, weil die Industrie das ja nicht macht, weil sie ja absichtlich uns Gift ins Fressen tut, ins die Zahnpasta, ins Wasser, überall hat es dieses Gift drin. Egal ob Glutamat, Aspartam, wie sie alle heißen. Wir werden absichtlich vergiftet durch die Industrie. Schaut einfach mal ein bisschen nach und informiert euch. Vielen Dank.